Was ich mal ausprobieren kann, ich habe ja hier Teer, kann ich das hier reinschütten? Nein. Ich kann hier überhaupt gar nichts hier machen, okay. Dann halt nicht. So, hier gibt es auch nichts mehr. Nee. Nee. Ich glaube, ich muss jetzt in dem Bereich bleiben. Ja, dann muss ich das jetzt machen. So, das ist scheiße, das Rätsel. Bringe die gelben und roten Steine auf die rechte Seite. Platziere mindestens einen Stein auf dem Rotor, um ihn zu drehen. Sind mehr rote als gelbe Steine auf einer Seite mit den Steinen auf dem Emblem und nur ein gelber Stein ist übrig, musst du erneut beginnen. Ja. Das ist knifflig. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten machen kann. Ja, das war schon ein Fehler. Nee, ich glaube, das war auch wieder ein Fehler. Scheiße. Wie soll man das bitte schön am besten machen? Das ist jetzt scheiße. Weil wenn ich jetzt hier einen roten nehme und dann das drehe, dann sind ja hier auf der Seite zwei rote und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das ist... Ja, und wenn ich jetzt hier einen gelben nehme, dann ist hier nur ein gelber und dann sind hier die zwei roten noch vorhanden. Das ist nicht einfach. Moment mal. Nee, schade. Schade. Ba, 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 bam. Ach, scheiße. Dass man hier nur zwei Plätze frei hat, das finde ich auch ein bisschen blöd. Kann man denn das noch machen? Scheiße. Geht hier nicht anders. Ach nee, das wird mir zu doof. Tut mir leid. Etwas hat sich entriegelt. Und da haben wir den letzten blauen Stein. Und somit können wir hier die einsetzen. Hallöchen. Nachdem ich die Tunnel durchquert hatte, kam ich zu einer Höhle mit einem unterirdischen See. Dort war ein altes, kaputtes Boot. Ich glaube daher, dass ich ganz nahe am Ziel bin. Okay. Steinkopf. Ein Ruder. Ist jetzt hier irgendwo eine Engelsstatue? Diese Steinstatuen sehen unheimlich real aus. Ich muss das Boot reparieren, wenn ich von hier entkommen will.
Okay, hier kann ich auch noch weiter. Da ist noch eine Engelsstatue. Ja, ich bezweifle irgendwie, dass ich die letzten zwei noch finden werde, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Komisch, der Kopf hält ganz ohne Kleber. Diese Statue muss einen Magnetmechanismus in sich tragen. Ah, da fehlt noch ein Kopf. Okay, Holz. Ich habe Holz gefunden. Oh Gott, oh Gott. Warte, bis du an der Reihe bist, die gespielten Noten zu wiederholen. Ja. Jetzt habe ich natürlich nicht so richtig aufgepasst. Moment mal. Was ist jetzt hier? Und hier? Nee. Okay. Scheiße. Nee. Kacke. Mann, das gibt's doch nicht. Ach nee, kommt. Ich will mich jetzt hier nicht so ärgern. So. Okay. Toll. Okay. Nee, Moment mal. Macht ja erstmal Sinn, Teer drauf zu kleben, oder? Nicht. Erstmal Holz, okay. Dann Teer. Ich glaube nicht. Der Nagel, okay. Aber. Nun muss ich nur noch die Planke versiegeln, damit das Wasser nicht hineingelangt. Okay. Na gut. Also doch hier irgendwas. Ach, da ist noch ein Steinkopf. Truhenschlüssel. Ach ja, super. Dann kann ich ja hier endlich die Truhe aufmachen. Ein Hebel. Nee, ich glaube, da war nichts mehr. Nee, hier könnte ich auch nichts machen. Tja, und nun? Ach so, ich muss das kombinieren. Geteerter Lumpen. Okay. Das macht dann schon mehr Sinn. Großartig, das sollte reichen. 20 haben wir schon mal. Das ist doch schon mal gut. Da brauchen wir den Hebel. Und jetzt dürfen wir ein Schieberätsel machen. Entferne den blauen Block über die Öffnung oben links.
Also der muss dahin irgendwie. Ne, so schon mal nicht. Ich glaube, das war das einzige Schieberätsel, was ich hier vermutlich. Okay, das kann ich nicht nach oben verschieben. Das ist Kacke. Was ich vermutlich auch überspringen werde. Ich weiß es noch nicht. Ich probiere das natürlich erstmal so aus. Nee. Das war nix. Nee, das ist auch nix. Scheiße. Oder ich müsste. Moment. Nee, das geht ja auch nicht. Scheiße. Ah, shit. Wie macht man das? Ach nee, kein Bock mehr. Okay. Hallöchen, You are Geist. nearly there. You are only a few steps away from uncovering one of the darkest secrets this world has ever known. Hallo Bruder John. Und das wäre? What you will find below this hatch is the ultimate sin. A sacrifice. You see, when Brother Santino passed away, an angel from the heavens traveled down to earth and cried over his dead body. Pakal saw this miracle happen. He remembered the ancient legend that says the blood of an angel can give a mortal eternal life. Das Blut eines Engels verleiht ewiges Leben. Von dieser Legende habe ich noch nie gehört. Wie ist das möglich? If a special ritual is performed and an angel presented as a sacrifice to the demons, then the one who did the sacrifice shall be granted eternal life and youth on this earth. Never again will he feel any pain or suffering or death. Naja, ist zwar schön und gut, aber ich weiß nicht, ewig leben? Weiß ich nicht. Wer soll so etwas glauben? Das hört sich nach der Prophezeiung eines Irren an. Is it even so? When I found out what Pakal was planning, he murdered me. At present, he is planning to murder an angel next. A real angel. Can you even understand what I am telling you? You have to stop this chaos and save the Holy One. Das hatte ich auch vorgehabt, Bruder John. Und wie soll ich das tun? You will know when the right time is upon you. Proceed now. The time is nearing. Okay. Der Geist von Bruder John erschien mir ein weiteres Mal. Er warnte mich vor dem, was mir bevorstünde. Prior Pakal hätte anscheinend den Verstand verloren und würde kurz davor stehen, etwas Schreckliches zu tun. Ich beeile mich lieber und halte ihn um jeden Preis auf. Auf jeden Fall.